Herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus dem Studio Nürnberg. Sanktionen bringen Gegensanktionen hervor. Zu den Sanktionen seitens der USA hat das russische Außenministerium am 20. März 2014 wie folgt Stellung genommen. Wir haben schon mehrfach gewarnt, dass die Einführung von Sanktionen ein zweischneidiges Schwert ist. Die Wirkungen werden sich als Bumerang erweisen und die USA treffen. Die USA wollen offensichtlich immer noch nicht wahrhaben, dass nämlich die absolute Mehrheit der Krimbewohner auf eine absolut demokratische Weise im vollkommenen Einklang mit dem internationalen Recht und der UN-Charta für die Vereinigung mit der Russischen Föderation gestimmt hat. Diese Entscheidung nimmt Russland an und respektiert sie. So eine Entscheidung kann man mögen oder auch nicht. Aber es geht um eine Realität, mit der man rechnen muss. Es gibt hier keinen Zweifel. Auf jeden feindlichen Ausfall wird es eine adäquate Quittung geben. Soweit die Stellungnahme des russischen Außenministeriums. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen, liebe Zuschauer, noch einige Kennzahlen nennen, die von offiziellen Stellen veröffentlicht wurden. Im Zeitraum von 2000 bis 2010 ist die Industrieproduktion in Russland um 47%, im Iran um 50% und in Deutschland um 11,1% gestiegen, hingegen in den USA um 2,1% gesunken. Die Handelsbilanz hatte in Russland ein Plus von 150%, im Iran ein Plus von 97,2%, in Deutschland ein Plus von 161,9%, jedoch in den USA ein Minus von 44,3%. Die ausländischen Investitionen verzeichneten in Russland ein Plus von 952%, im Iran ein Plus von 234,3%, in Deutschland ein Plus von 70,3%, aber in den USA ein Minus von 72,7%. Russland verringerte seine Auslandsschulden in den genannten 10 Jahren um 83,3%, der Iran verringerte seine Auslandsschulden um 42,3%. Das sind sehr positive Entwicklungen in diesen Ländern. In Deutschland aber stiegen die Auslandsschulden um 66,1% und in den USA sogar um 1460,3%. Nun zur Armutsrate. Russland hatte 2010 56,6% weniger Armut. Der Iran 53,2%. Hingegen nahm die Armut in Deutschland um 43,6% und in den USA um 18,9% zu. Abschließend noch ein paar Zahlen über die Arbeitslosigkeit. In Russland verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 29,2%. Im Iran um 7%, in Deutschland um 16,7%, jedoch in den USA nahm die Arbeitslosigkeit um 150,6% zu. Wir von Klagemauer TV denken, dass diese Zahlen für sich sprechen und keines weiteren Kommentars bedürfen. Nur ein Kommentar bleibt noch aus. Verbreiten Sie diese Sendung an alle Ihre Freunde und Bekannte weiter. Auf Wiedersehen.
Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.